Hallo zusammen. In einer Woche ist es endlich soweit, dass wir nach dreiwöchiger Vorbereitung endlich das Benefiz-Spiel für Lisa Böhle anpfeifen können. Wir haben sehr viel Arbeit in diese Geschichte gesteckt und ich glaube, dass es für alle Beteiligten ein tolles Event werden wird und wir für Lisa auch einiges an Spenden zusammenbekommen werden. Wir haben viele Spieler eingeladen, die aus dem hiesigen Raum, aber auch Ex-Profis von anderen Vereinen, die sich für diesen guten Zweck zur Verfügung gestellt haben. Unter anderem sind es, Tom hat einige Leute zusammengeholt, zum Beispiel. Ja, ein guter Name ist zum Beispiel Enes Alushi, der uns auch hier vertreten wird, kommt zwar nicht aus der Region, aber es sind natürlich auch namhafte Personen und Spieler aus der Region hier. Unter anderem ein Ralf Buckler zum Beispiel, der hier in Bocholt sehr lange gespielt hat, hier sicherlich auch sehr bekannt ist, unter anderem Rot-Weiß Essen gespielt, der FC Bocholt, dem sicherlich auch noch viele Zuschauer, die hier erscheinen werden, kennen werden. Und? Hör mal, ich habe auch gehört, es soll tatsächlich auch ein Olympiateilnehmer hier sein. Wer kann das sein? Das ist richtig, Tom. Und zwar haben wir, oder ich vor Wochen auf dem Citylauf in Bocholt, den Frank Busemann kennengelernt, der 1996 im Zehnkampf in Atlanta die Silbermedaille bekommen hat. Auch er hat sich angeboten, hier mitzuspielen. Er freut sich sehr. Ich habe vorgestern noch mit ihm gesprochen. Und er wird hier sicherlich auch erscheinen. Und der ein oder andere Ältere kennt ihn sicherlich. Und ich glaube, dass das auch ein Zuschauermagnet sein könnte. Ja, wir haben natürlich auch noch einen Versicherungsdetektiv hier. Patrick Hufen wird tatsächlich in unserer All-Star-Mannschaft auch mitspielen und natürlich das Event auch mit moderieren. Ich glaube, dass dieses Event hier für den Raum Bocholt oder auch für uns beide gemeinsam eine sehr große Herausforderung ist und war. Und ich hoffe, dass ihr uns genauso unterstützen werdet wie viele Firmen im Raum Bocholt oder auch überregional, die diese Veranstaltung für einen guten Zweck gesponsert haben. Wir freuen uns auf euch und hoffentlich werdet ihr zahlreich erscheinen. Wolfgang, ich freue mich schon riesig auf das Benefiz-Spiel hier gegen VfL Bochum. Habt ihr toll mit uns zusammen organisiert und natürlich freue ich mich riesig, anschließend mit den kleinen Jungs und Mädels hier noch ein bisschen am Soccerfeld spielen zu dürfen. Auch für uns ist sicherlich eine Herzensangelegenheit, beim Spiel für so einen guten Zweck mitzuarbeiten. Und wir freuen uns auch, dass wir den Kiddies nach dem Spiel anbieten können, mit ehemaligen Profis oder heutigen Profis hier auf dem Soccerfeld der DJK Lovik noch eine Trainingseinheit zu gestalten. Simone, am 14.09. ist es soweit. Wir spielen gegen den VfL Bochum zugunsten der Lisa. Wow! Noch ist der Platz leer. Aber ich denke, wir werden Menschenmassen hier erwartet. Und jetzt habe ich gehört, als Überraschung spielt ihr auch noch eine Generalprobe für euer Konzert am 29. Ganz genau. Also Leute, hier passen ganz viele Menschen hin und ihr solltet auf jeden Fall kommen. Die Bühne von uns wird hier sein. Und wie gesagt, Generalprobe für den 28.09. im Pit in Sudavik. Ja. Damit möchten wir Lisa unterstützen und freuen uns darauf. Kommt alle und feiert mit uns. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euch.